Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors hier beim Awakening DLC. Im letzten Part haben wir zwei weitere Raumzeitmissionen gespielt, nämlich einmal diese Flucht hier und dann noch diese Arena, wo wir auch zwei neue Lehren erhalten haben, nämlich einerseits hier die Lehre für Thauern und dann noch theoretisch auch für Lissas Axt, aber nur theoretisch, weil ich eben in der Mission nur den A-Rang bekommen habe. Aber ich habe jetzt den S-Rang nachgeholt, habe ich dann auch sofort im nächsten Versuch geschafft, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass die Mission wirklich nicht einfach war. Und ich habe aber die beiden Lehren noch nicht verteilt, das möchte ich jetzt noch ganz gerne mit euch gemeinsam kurz machen. So. Hallo Tiki. Und zwar möchte ich dann eben zu Robin gehen, genau. So. Yay! Und dann auch gleich zu Lissa. Yay! Und die beiden sind damit jetzt auch mega stark. Okay, alles klar. Genau. Und ich will noch eine weitere Sache schnell dann hier, oder zwei weitere Sachen sogar machen. Denn wir haben ja auch für Chrom ein neues Kostüm erhalten, was ich jetzt immer noch nicht ihm gegeben habe. Nämlich als Erhabener. Und das sieht ja dann so aus. Auch ziemlich cool. Kann man dann noch mit ihm auch ein bisschen weiterspielen dann als Erhabener dann. Genau, vor allem wenn ich dann auch die Lehre für seine Waffe erhalten habe, können wir dann das noch ein bisschen genauer dann noch sehen, das Kostüm hier. Und ich kann euch dann auch noch kurz zeigen, achte mal nämlich gleich auf das Level, dass ich mittlerweile bei den Erfahrungspunkten beim Level schon ein bisschen was getan habe für die 3-9. Denn die 3-9 sind schon auf Level 149. Olivia hat sogar schon fast Level 150. Weil das muss ich auch noch erreichen, dass mindestens einer meiner Charaktere Level 150 hat, dass ich eben dann diesen einen Orden auch noch bekomme. Und dann danach fehlen uns schon gar nicht mehr viele. Also jetzt sind wir wirklich den 100% hier in dem Spiel so nah wie noch nie zuvor. Und ich freue mich dann schon drauf, wenn wir auch wirklich dann alles haben, was hier irgendwie geht. Okay. So, alles klar. Genau, dann machen wir jetzt gleich weiter mit dann der nächsten Mission, würde ich sagen. Und zwar dann noch der letzten können wir eigentlich gleich machen, hier auf der Karte, dass wir dann erstmal hier auf der Karte alle Raumzeitmissionen abgeschlossen haben. Und zwar diese Festungsbelagerung hier, Level 110, wo wir diesmal keine Lehre erhalten, sondern einfach nur ein Elixier. Wieder Attributtest übrigens, also wenn man hier wieder was freispielen will, dann ist es hier ganz gut, aber ich habe dafür nur 10 Minuten Zeit. Und wir fangen da gleich an, würde ich sagen. Dare lay a finger on my mother? You'll pay. Okay, und dann wäre es doch eigentlich ganz passend, wenn wir jetzt in der Mission gleich Lissa mitnehmen würden, weil das wollte ich ja jetzt eh machen, ne? Dass ich jetzt in der Mission halt dann entweder Lissa oder Robin mitnehme, um halt dann ihre jetzt neuen und coolen Waffen, Thorn und auch Lissas Axt, dann ein bisschen weiter auch mit der Lehre austesten zu können. Und wenn hier in der Mission eh schon Lissa vorkommt, dann ist es ja eigentlich ganz passend, dann sie auch mitzunehmen, oder? Ich finde schon. Besetze die feindlichen Festungen und besiege dann Velda. Okay. So, dann packe ich mal am besten Lissa hier gleich ganz nach oben, würde ich sagen. Lissa. Genau. Und ich lasse sogar Robin erst, wenn ich dann Robin in der nächsten Mission vielleicht das mitnehmen will. Das ist, glaube ich, besser so. Und ich werde jetzt sogar mal dann hier die neuen mal auslassen, weil die jetzt eh schon so viel gemacht haben immer. Ich werde jetzt mal einfach komplett andere Einheiten mitnehmen. Nämlich mal noch, wen habe ich denn mal relativ selten mitgenommen? Ich habe keine Ahnung, weil eigentlich habe ich ja wirklich alle möglichen Einheiten immer wieder mitgenommen. Celica vielleicht mal, weil die habe, glaube ich, nicht so häufig mitgenommen. Dann mal noch hier, Rowan, meinetwegen, einfach so. Und dann noch irgendjemand anderen. Nämlich noch, keine Ahnung. Frederick habe ich, glaube ich, auch gar nicht so häufig mitgenommen, obwohl der natürlich den eh noch ich weiter testen werde dann später, wenn er auch für seine Waffe die Lehre erhalten hat. Aber ich mach's mal trotzdem einfach so. Und dann Frederick und Lissa zusammen. Und dann noch Robin und Celica. Passt schon. Okay. Und dann legen wir gleich los. And so the legend begins. Haben wir also dann wieder mal jetzt eine Schlacht, wo ich dann keinen der 3-9 hier mitnehme. Oh Gott, wie kann ich das nur wagen? Ich werde es dann wahrscheinlich in der nächsten Mission schon mal wieder machen. Ich wollte es dann immer hier ein bisschen Abwechslung auch haben, dass wir nicht jedes Mal dann die 3-9 haben, da wir jetzt halt eh schon von den 3-9 mehr als genug gesehen haben. Jetzt will ich dann nämlich ein bisschen mehr mit Lissa rumspielen. Und wow, ihre Axt sieht auch wieder sehr cool aus. Ich meine, ihre Axt sieht ja auch schon standardmäßig sehr cool aus, wie ich finde. Aber dann jetzt hier noch mit dem wunderschönen Leuchten wieder mal. Hat das auch wirklich einiges an Stil. Also gefällt mir auch wirklich sehr. Okay. So, übrigens habe ich den anderen, ja genau, ich habe den anderen beiden gesagt, dass sie sich auch kombinieren sollen, Rowan und Celica, passt also, genau, okay. So, ja, ihr bleibt mal sogar am besten im Hauptquartier, weil hier bestimmt einige dann, habe ich nämlich auch gerade schon gesehen, weil da nämlich ein paar ins Hauptquartier vorrücken wollen, deswegen wäre es vielleicht ganz gut. Ich habe es übrigens auch wieder nicht so ganz ideal aufgeteilt, weil ich jetzt nämlich halt beide Axtkämpfer zusammengehauen habe und die beiden Schwertkämpfer. Das wäre anders ein bisschen intelligenter vielleicht gewesen, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig, weil wir haben jetzt hier nur eine Festungsverteidigung und Festungsverteidigungsmissionen sind eigentlich relativ machbar, denke ich mal. Deswegen, wir sollten jetzt hier keine so großen Probleme haben, hoffe ich mal. Bam! Obwohl ich halt beachten muss, dass ich eben nur 10 Minuten Zeit habe und das ist schon jetzt nicht so ganz, deswegen, ich muss dann schon ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir jetzt dann gleich alles hinkriegen, aber ich glaube schon, dass wir das irgendwie schaffen sollten. So, und die Festung muss ich ja gar nicht einnehmen, weil ich mach's mal einfach trotzdem kurz, weil ich eh schon hier in der Nähe bin. Deswegen kann ich's ja mal kurz machen. Und haben wir übrigens Camilla. Hallöchen. Ja, und da wäre es halt jetzt besser gewesen, wenn ich jetzt hier auch einen Schwertkämpfer dabei hätte, aber das kriegen wir schon auch so hin. Mach dann erstmal eine Dreier-Kombo und dann einen doppelten Spezialangriff.
Yeah, sehr schön. Und das hat schon für Camilla ausgereicht. Wunderbar, ich gehe mal das hier dann Frederick mal kurz. Dass wir gleich schon wieder einen doppelten Spezialangriff machen können. Genau. Und dann gehe ich aber jetzt mal endlich dann auch zu den Festungen, zu denen ich ja eigentlich auch hingehen soll. Übrigens habe ich jetzt eigentlich den Befehl, dass ich in den Hauptquartier gehen soll schon, ne? Aber irgendwie laufen die woanders hin. Warum gehen die nicht direkt ins Hauptquartier einfach? Warum laufen die da so davor ein bisschen herum? Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Aber solange sie da in der Nähe sind, dann reicht mir das jetzt erstmal. Vor allem Celica hat doch, glaube ich, auch einen Start, ne? Ist nicht so? Celica hat einen Start, genau, ein großes Fest nämlich. Deswegen, sie kann dann auch heilen, deswegen ist alles super und ich muss mir dann ums Hauptquartier wirklich keine Sorgen machen. Und mein Befehlshaber ist ja auch dort direkt in der Nähe, deswegen, das dürfte, wie gesagt, dann alles wunderbar passen. Okay. So, jetzt endlich mal hier die erste Festung einnehmen, die wir auch einnehmen sollen. Bei diesem Kommandanten hier. So. Und stirbt. Sehr gut. Und ja, wie gesagt, es wäre klüger gewesen, wenn ich dann hier halt meine Kombination etwas anders gemacht hätte, weil nämlich hier überall Axtkämpfer rumlaufen. Und hier wäre es dann schon irgendwie besser gewesen, wenn es dann einer der Schwertkämpfer, also Celica oder Rogan, hätte machen können. Aber auch Lissa hat hier keine Probleme mit ihrer starken Waffe, deswegen, das kriegt sie schon auch hin. So. Ich wollte mal kurz gucken, da unten war doch jetzt auch ein Schatten von Veldar einfach, genau, der hier rumlief. Und hier haben wir noch Sakura einfach so, die ich dann auch noch gleich besiegen kann. Obwohl es für Lissa nicht so einfach ist, gegen Sakura zu kämpfen, weil Lissa ja magisch angreift und die Resistenz von Sakura ist ja mega hoch. Deswegen soll es dann vielleicht sogar eher Frederick machen, aber Frederick hat halt nur eine 240er Waffe aktuell. Deswegen, ich glaube, dann ist Lissa doch besser. Auch wenn sie halt auf die Resistenz geht, ich glaube dann trotzdem, dass sie mehr Schaden machen kann. So. Doppelspezialangriff. Yeah, aber überlebt sie bestimmt. Ja, aber hat sogar doch sehr viel Schaden gemacht, tatsächlich. Und mit Exodus reicht es dann doch schon aus. Okay, habe ich gedacht, dass sie ein bisschen mehr aushalten würde, ehrlich gesagt. Aber ist dann doch relativ schnell gestorben, obwohl sie ja so eine hohe Resistenz hat. Aber dafür ist halt schon Lissa wirklich mega stark, deswegen ist schon auch verständlich. Okay, aber freut mich auf jeden Fall. So, hier sind immer noch sehr viele Gegner übrigens, die ich hier noch platt machen könnte. Aber ich würde jetzt dann schon auch noch zu den anderen Festungen hinlaufen, die dann auch noch gleich einnehmen, weil dort werden ja bestimmt auch noch einige Gegner sein. Wie sieht es eigentlich von den K.O.s her bisher aus? Ja, geht so. Also die anderen haben wieder mal nicht so viel gemacht, aber ein bisschen was wenigstens schon. Weil da unten im Hauptquartier dann doch auch schon ein bisschen was wenigstens los ist, wo dann die auch schon was zu tun hatten. Vor allem ist es auch so, dass auch der Schatten von Veldar da unten gar nicht unbedingt in der Nähe von meinem Hauptquartier anscheinend ist, sondern eher bei meinem Befehlshaber, sehe ich gerade. Und das ist vor allem auch noch ein General, der jetzt hier dann gegen den Magier kämpfen muss. Deswegen sollte dann vielleicht mal hier Celica und Roven eher mal dann hier den Befehlshaber sogar beschützen. Und gar nicht unbedingt das Hauptquartier, obwohl jetzt ins Hauptquartier auch so ein paar Leute reinlaufen. Schon in Not nämlich, ja. Also da ist jetzt schon ein bisschen was los. Ich werde dann auch gleich eventuell mal dann doch zu den beiden wechseln müssen. Und gucken, dass dann dort alles safe ist. Werde ich sogar vielleicht gleich machen, ne? Wenn es dann gleich Lissa und Frederick da zu der anderen Festung hinlaufen müssen. Soll ich am besten so? Machen wir das so? Okay. So, dann mal kurz jetzt hier aushelfen. Am besten mal kurz einfach heilen schnell. Kann ich ja machen, ist ja kein Problem. Und dann ist mal kurz hier gegen den Schatten kämpfen. Dann darf mal Roven machen, würde ich sagen. Weil Celica greift da, glaube ich, auch magisch sogar an bei mir. Meine ich, aber so oder so kann ich auf jeden Fall mal hier den Spezialangriff von ihm auffüllen und von Celica auch noch weiterhin, dass wir dann gleich einen Doppelten machen dürfen. Und ein Doppelter wird dann gegen Veldar wahrscheinlich eher ausreichen. So, und stirb. Yeah, und das hat ausgereicht, genau. Sehr gut. So, dann dürfte erstmal hier wieder beim Befehlshaber alles safe sein. Und übrigens, was er gerade auffällt, Roven kann er sogar Ausstäbe benutzen. Deswegen habe ich sogar hier zwei Stabnutzer auf einmal. Und Lissa kann er sogar Ausstäbe benutzen. Also ich habe hier drei Stabnutzer in der Mission mitgenommen. Obwohl ich gar nicht drauf geachtet habe, ehrlich gesagt. Aber habe ich auch nichts dagegen. Soll mir recht sein. So, jetzt kommen hier auch so ein paar Magier rein, die ich ja mit Roven auch noch dann leicht besiegen kann gleich. Deswegen mache ich das auch noch schnell. Weil ich auch noch die kurz platt mache. So. Für noch ein paar weitere K.O.s. Gut, und dann sollte hier eigentlich erstmal alles safe sein, schätze ich, obwohl immer noch viele kleine Gegner hier sind, Level Up auch. Viele kleine Gegner sind noch hier, aber halt keine wirklich großen und starken, deswegen das dürfte alles passen. Okay, dann wieder zu Lissa und Frederick wechseln und doppelte Spezialangriff. Yeah! So, und K.O.s übrigens. Fehlen nicht mehr so viele. Nur noch 250 oder sowas ungefähr, waren es, glaube ich. Die ich dann gleich bestimmt noch bekommen kann. Dann gleich dürfte ich ja eh auch schon das Hauptquartier von den Feinden dann öffnen. Ich muss dann noch ein paar andere Feinde hier auch noch finden, die ich noch platt machen kann. Ja, ich hätte vielleicht sogar da im Westen bleiben sollen, weil da noch ein paar weitere Feinde auch sind. Aber andererseits da zum Beispiel ganz im Nordosten sind anscheinend auch noch einige. Das darf man vielleicht dann noch kurz Frederick machen, dass er mal eher noch ein paar K.O.s farmt. Und dann gleich aber die Mission abschließen darf, dann schon auch Lissa, würde ich vorschlagen. So.
Ah, aber hier zum Beispiel 3er-Kombo oder 2er-Kombo von Frederick ist ja auch ziemlich gut gegen viele kleine Gegner, nicht ideal. Da gibt es schon andere Kombos, die noch besser sind vielleicht, aber trotzdem sind die Kombos hier ganz gut von ihm, um viele kleine Gegner Platz zu machen. Deswegen kann er es schon ganz gut auch schaffen, dann hier die K.O.s nach oben zu treiben. Genau. So, und da sind auch noch, also hier in der Festung sind noch mega viele kleine Feinde. Bam! So schön hier die 3er-Kombo raushauen. Yay, sehr gut. Und kabam. Und damit haben wir schon, okay, jetzt schon sogar 2100, also sind wir sogar schon deutlich drüber. Gut, und dann können wir die Mission eigentlich auch gleich abschließen. Gegen Wälder dann. Ich will auch ein bisschen mehr aushalten wegen seiner guten Resistenz, aber das schaffen wir trotzdem. So, ein Schatten von Dio ist da übrigens noch, aber ist mir auch ziemlich egal, weil ich kann die Mission abschließen und das werde ich dann auch gleich tun. Yeah! Und das reicht aber noch nicht aus, deswegen machen wir nochmal einen und jetzt stirb. Oh yeah. Und das war's. Yay, sehr schön. Und wie gesagt, auch Lissa konnte jetzt mit ihrer Waffe echt cool abgehen. Können wir das auch mal vielleicht ein bisschen näher angucken, die Waffe, wenn ich das schaffe. So ein bisschen. Irgendwie. Na, ja, so halb. Aber sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Okay, cool. So, und sie war die Heldin, das war zu erwarten. So, und noch weitere Waffen, ein Elixier und weitere Materialien. I'm sorry. I was a fool. You would have been spared this fate had I only listened. It's fine, Owain. All that matters now is that you came to find me. I swear to never fail you again. Just promise me that you'll never leave my side, okay? That's all I need. Oh. Okay. Und damit haben wir erstmal alle Missionen hier abgeschlossen auf der Karte, bis auf die Ender-Mission natürlich, die noch im letzten Part hier von Awakening DLC und noch im letzten Part von Fire Emblem Warriors überhaupt kommen wird. Aber das ist dann ja später. Jetzt machen wir erstmal weiter auf der nächsten Karte, dann auf Emerin. Da fehlen ja auch noch, glaube ich, 2 Missionen. Was denn noch genau eigentlich? Ein Rekrutierungskampf Level 124 und eine Schattenharz Level 129. Ach du Scheiße. Das wird noch sehr schwierig werden. Hier kriege ich Cordelias Lanze, also die Lehre dafür halt, und hier die Lehre für Dimensionsfreichern von Lucina. Was macht denn da jetzt zuerst? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt die Schattenharz mal dann vielleicht mit Robin halt probieren sollte, mit seinem Thorn. Weil wie gesagt, ich möchte ja auch noch ganz gerne ausprobieren, dann jetzt hier halt Robin zu nehmen, mit oder mit ihren Thorn. Ich habe ja die weibliche, ich kann mir das nicht merken, aber ich habe ja gerade die weibliche Robin, glaube ich. Und ich könnte es probieren, weil der Robin schon ganz gut ist darin, viele kleine Gegner zu besiegen. Und die starken Gegner aber schon auch, so irgendwie. Also ich könnte es mal probieren. Das wird sehr schwierig werden. Aber ich werde es mal dann machen, die Mission hier. Yes, I'm really very wicked. If I were you, I'd have wanted to. Okay. Aber dann ist es vielleicht sogar doch so, dass wir jetzt hier in diesem ganzen Part dann kein einziges Mal Olivia, Taya oder auch Wayne dann in Action sehen dürfen, weil hier will ich jetzt, wie gesagt, Robin mitnehmen. Und bei Schattenhatz darf man ja nur einen einzigen Charakter mitnehmen und nicht mehrere. Deswegen kann ich hier nur Robin mitnehmen. Und ich möchte vielleicht dann nach der Mission noch eher Gespräche anhören und keine weitere mehr machen. Mal gucken, deswegen, vielleicht haben wir jetzt dann wirklich in diesem Part mal keine Action mit den 3 Neuen, was total komisch auch wäre. Aber es sich dann im nächsten Part wieder ändern, schätze ich mal, weil ich ja, wie gesagt, mit den 3 auch noch auf 150 kommen will, was nicht mehr lange dauern wird, will ich natürlich trotzdem noch schaffen. So, aber erstmal nehmen wir jetzt hier dann, wie gesagt, Robin. Achso, nee, ich habe den männlichen, habe ich nicht den weiblichen? Die weibliche meine ich halt, ich dachte eigentlich schon. Okay, warte mal, ja genau, hatte ich nämlich schon, aber ich glaube, ich habe es wieder zwischendurch geändert. Ja stimmt, ich will es aber wieder ganz gerne dann zurückändern, wenn es geht, dann wieder auf die weibliche, auf die Großmeisterin, genau, machen wir so, okay, gut, alles klar. Und mit dem Thorn eben, mit dem Starken, und dann legen wir da auch gleich los. Bin übrigens sogar im Vorteil gegen Sander, ich bin nämlich, glaube ich, gegen berittene Einheiten im Effektivitätsvorteil, genau, können wir auch da sehen, hier bei Thorn an diesem Pferdesymbol da. Auf jeden Fall fangen wir gleich an. This is your choice. And so the legend begins.
So, aber das wird jetzt nicht einfach werden, weil Schattenharz ist auch schon keine so mega einfache Missionsart. Und jetzt auf so einem enorm hohen Level, das wird schon sehr schwierig werden. Und Robin ist halt auch nur auf Level 105, deswegen ich bin sogar stark underleveled im Vergleich zu den Gegnern. Das ist übrigens Darius einfach mal so. Hallo Darius, ganz toll. Hoffentlich wird er kein Wedezeig auftauchen, aber glaube ich eigentlich weniger, weil Schattenharz überhaupt Wedezeig auftauchen kann so richtig. Deswegen wird glaube ich nicht passieren. Aber so oder so, das wird nicht einfach werden, die Mission hier, das ist ganz klar. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Okay, ich will dann gleich erstmal am besten meine Leiste hier füllen für den starken Angriff, okay. Und dann gleich einen starken Angriff machen, und zwar auf euch beide am besten. Aber natürlich auf die gelbe Anzeige dann. Bam, sehr schön, jetzt draufhauen. Aber ich treffe die Loka aber nicht. Ja, ich habe sie trotzdem getroffen noch, so halbwegs. Bam. Okay, aber wir sehen schon, das ist nicht einfach, weil ich nämlich nicht so mega viel Schaden hier mache. Also vielleicht war es dann doch nicht so klug, hier dann einen Magier mitzunehmen, weil halt Magier nicht so leicht Schwachpunkt oder Schwachpunkte abziehen können. Das ist natürlich schon richtig. Da wären vielleicht andere Einheiten dann besser gewesen. Aber vielleicht schafft es ja Robin trotzdem. Es wird schwierig werden, aber mal gucken. Level up wenigstens. Ja, wir dürfen hier vielleicht ein paar Level up sogar bekommen. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Buch noch gar nicht genau angesehen, aber es sieht auch wieder ganz schön aus. Obwohl, ich kann es mir nicht so genau angucken, weil ich ein bisschen Zeitdruck habe. Obwohl aber anscheinend nur die Ecken so ein bisschen leuchten vom Thorn. So ein bisschen. Und okay, da ist auch so ein Pfeil drauf oder sowas oder so ein Blitz. Und der leuchtet auch, aber das gesamte Buch leuchtet nicht. Nur die Ecken und dieses Symbol da drauf. Aber auch sehr interessant. Okay. Nochmal ein Spezialangriff. So, sehr schön. Und das hat ausgereicht. Dann wieder kurz warten. So, bis dann gleich wieder Verstärkung auftauchen wird hier. Ja. Bitte, okay, ich kann doch erstmal hier hingehen vielleicht. Ja, aber jetzt tauchen... Ja, immer noch nicht. Ich muss noch kurz warten. Besiege ich erstmal noch kurz die Feinde hier. Okay, jetzt sind neue aufgetaucht. Ich muss ja auch den Zerungssoldaten hier am besten besiegen. Dass die ganzen kleinen Feinde nicht verschwinden werden. Habe ich jetzt nicht getroffen, dein Ernst? Okay, dann mal kurz der Fünfer-Kombo. So. Das dürfte ausreichen gegen den. Bam! Okay. Und da hinten sind noch jetzt neue Feinde aufgetaucht. Oder doch nicht? Oder ist es auch so, dass die einfach auch hier mit aufgetaucht sind quasi, wo ich gerade stehe? Kann auch sein, keine Ahnung. Okay, erwecken kann ich jetzt dann sogar auch. Das ist sehr gut, weil ich nämlich dann viel, viel leichter die Schwachpunkte abziehen kann. Aber gegen Xander brauche ich es nicht, weil Xander kann ich sowieso sehr leicht besiegen, wie wir sehen können, weil ich eben da im Effektivitätsvorteil gegen ihn bin. Bah, das sieht auch sehr cool aus. Auf jeden Fall wieder alles total in Zeitlupe ist während der Vierer-Kombo. Aber wir müssen ja aufhören zu blocken, der Xander. Und stirbt, okay. Wie sieht es eigentlich jetzt zeitlich aus? Ich habe schon 2,5 Minuten und habe 350 K.O.s ungefähr. Ja, das ist ganz okay, aber jetzt auch nicht mega ultra gut, weil ich muss ja bedenken, dass ich ja nach 3,5 Minuten ungefähr 500 K.O.s haben soll, weil ich dafür nur 7 Minuten brauchen für den S-Rang. Und deswegen sollte ich halt nach der Hälfte der Zeit im besten Fall auch die Hälfte der K.O.s erzielt haben. Sprich nach 3,5 Minuten dann 500 K.O.s. Und das könnte ich jetzt dann gleich noch schaffen. Aber trotzdem ist es, wie gesagt, nicht einfach, das hier hinzukriegen, das ist ganz klar. Noch ein Sicherungs- dadurch, aber ich will jetzt eigentlich erstmal hier in die Mitte eher reingehen. Lass mal kurz überlegen. Also hier habe ich Sakura, was ganz schlecht ist, weil die eine hohe Resistenz hat, deswegen die kann ich nur ganz schwer besiegen. Takumi ist leichter zu besiegen für mich. Und Owain hat, glaube ich, auch nicht so eine gute Resistenz, auf jeden Fall aber weit nicht so hoch wie Sakura. Deswegen sollte ich dann mit Robin eher hier nach oben gehen. Das dürfte um einiges klüger sein. Und um dann die beiden gleich leichter besiegen zu können, kann ich ja dann auch gleich erwecken machen gegen Takumi zumindest. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Und jetzt habe ich eben 500 K.O.s und es sind noch nicht 3,5 Minuten um. Deswegen, ich bin jetzt ganz gut in der Zeit, ja, aber es wird trotzdem noch schwierig werden. Soll ich mal erwecken? Extra für dich, Takumi. So, 1, 2, 3, 4. Und Schwachpunktangriff. Bam. Okay, macht sehr viel Schaden mit Exodus auch, wunderbar. Und nochmal, 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich getroffen, verdammt. Ich will aber schon noch, dass das Erwecken noch ein bisschen anhält, ne? Irgendwie. Aber ja, wird es aber nicht leider, weil ich halt zu wenig Feinde hier habe. Aber ist okay. Hat sich trotzdem gelohnt, weil ich ihn jetzt leicht besiegen konnte. Yeah! Okay, und kommen auch gleich schon neue Feinde hier. Sehr gut. So, aber trotzdem müssen noch ein paar mehr kommen, weil jetzt nämlich hier nicht mehr so viele übrig sind. Also ich meine, sind wieder ein paar nachgekommen. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an den Sicherungssoldaten, weil ich halt immer nicht dazu komme, die auch zu besiegen. Das ist zu weit weg quasi. Und ich habe das eigentlich fast keinen Bock, zu dem extra hinzulaufen, weil ich immer noch ein paar weitere kleine Feinde habe. Es hat drei oder weniger Schatten. Und weitere Verstärkung ist aufgetaucht. Okay, da rechts oben ist gerade, glaube ich, Verstärkung aufgetaucht. Geht mal am besten dahin, weil das sind jetzt gerade viele kleine Feinde. Aber kein einziger großer anscheinend. Ja, okay. Also das sind sehr viele vor mir. Geht dann gleich. Ja, das, okay, das sind richtig viele. Das sind ja allein 200 oder sowas, die ich ja kalt machen kann. Deswegen das super. Um dann gleich noch den 1000 K.O.s etwas näher kommen zu können. So, und hier sind noch sehr, sehr viele. Ich mache am besten hier vielleicht so eine Fünfer-Kombo rein. So. Yeah, sehr schön. Okay.
Und damit fehlen jetzt schon gar nicht mehr so viele K.O.s, die wir jetzt noch erzielen müssen. Ich habe jetzt auch gesehen, dass es, glaube ich, wieder Darius auch zurückgekehrt ist. Wo ich dann gleich vielleicht nochmal zu ihm hingehen kann, ihn dann nochmal besiegen kann. Dass dann gleich wieder dort auch neue Feinde auftauchen. So, jetzt habe ich noch 2,5 Minuten ungefähr, um noch dann die restlichen 200 K.O.s ungefähr zu machen. Und das dürften wir schon hinkriegen, hoffe ich. Ja, jetzt leuchtet er aber gelb. Das war jetzt doof. Dann soll ich vielleicht wirklich eher zu Wayne gehen, weil er nämlich halt eine niedrige Moral gerade hat. Und Darius zu besiegen ist halt dann viel, viel schwieriger dadurch. Deswegen wäre es klüger, zu Wayne zu gehen. Auch wenn es ein weiterer Weg ist jetzt. Das ist, glaube ich, trotzdem intelligenter, das zu machen. Deswegen tue ich das auch so. Und werde dann gegen Wayne noch kämpfen. Der Schatten der Einheiten um Wayne rückt vor. Achso, okay, jetzt kommt er eh zu mir hergelaufen. Aber es ist okay. So, starker Angriff. Und 1, 2, 3, 4. Schwachpunkter Angriff. Und bitte wieder Exitus. Sehr gut. Okay. Und dann noch einfach ein bisschen mit normalen Art oder mit dem Spezialangriff am besten draufhauen. So, sehr schön. Gut. Und dann tauchen bitte gleich weitere Feinde auf. Okay, hier. Alles klar. Und damit können wir dann gleich auf 900 kommen. Ja. Jetzt hat der Serum-Soldat wieder ein paar Feinde entkommen lassen. Da so in der Mitte. Okay, ich weiß gar nicht sicher, waren da überhaupt genügend Feinde, die hätten entkommen können. Ich kann das ja vielleicht nochmal kurz danach gucken. Weil vielleicht sind da immer noch ein paar Feinde, die jetzt unten stehen. Weil jetzt habe ich halt ein bisschen ein Problem. Weil, okay, alles klar, jetzt habe ich kein Problem mehr. Weil gerade eben halt Darius zu besiegen ist halt schwierig. Aber jetzt ist Xander wieder aufgetaucht. Und Xander kann ich sehr leicht besiegen. Und hier ist gar niemand mehr. Aber Xander kann ich leicht besiegen. Und dann so neue Feinde auftauchen lassen. Okay, jetzt ist aber schon wieder Verstärkung. Okay, der leuchtet zwar jetzt auch gelb, aber trotzdem kann ich ihn leicht besiegen, deswegen das dürfte kein Problem darstellen. Jetzt sind dann wieder neue Feinde aufgetaucht, und zwar anscheinend wieder da rechts oben. Vielleicht kann es vielleicht sogar auch gleich wieder hingehen, mal gucken. Okay, ich darf nicht, ich kann jetzt noch ein bisschen hin und her jonglieren. Ich mache einfach mal wieder einen Spitz... Ich habe jetzt aber fast keine Zeit mehr, ne? Ich habe nur noch 40 Sekunden. Das ist ein bisschen doof sogar. Ich mach trotzdem schnell einen Spezialangriff. Ich muss jetzt gucken, dass ich jetzt dann hier bei Xander noch, wenn es dann gleich neue Feinde auftauchen, ne? Dass ich dann gleich hier vielleicht am besten halt noch 110 K.O.s erzielen kann. Oder wenn nicht, dass ich noch schnell genug dann nach rechts oben gehe, wo ja auch noch weitere Feinde sind, also gerade aufgetaucht sind, die ich dann auch noch besiegen kann. Ja, was soll jetzt spielen? Hallo? Sind da ein paar mehr Feinde? What? Warum sind hier keine Feinde jetzt? Okay, jetzt hier. Ja, das ist natürlich ganz toll. Wenn die erst verzögert auftauchen, ist natürlich das überhaupt nicht unfair oder so. 11 Sekunden. Ja, nee, ich kann nicht mehr dahin gehen. Nee, ich habe verloren, leider. Also, S-Rang kriege ich nicht mehr, leider. Bin ich jetzt ein bisschen zu langsam. Das ist ja auch wieder gar nicht nervig. Das ist gar nicht nervig. Mann, ey. Das ist auch, nämlich auch wieder sauknapp. Weil hier rechts oben sind doch jetzt bestimmt mehr als 50 Feinde wieder aufgetaucht, oder? Okay, da hinten. Okay, aber in ein paar Sekunden halt jetzt bin ich zu spät irgendwie. Dann 15 Sekunden oder so, bin ich jetzt zu langsam, leider. Ja, auch wieder mal sehr nervig, leider. Werde ich dann auch nochmal neu machen müssen. Ach man. Na gut, das andere Mal nehme ich dann einfach halt Camilla oder Minerva. Und dann werde ich da keine Probleme haben. Ich wollte es dann dadurch ein bisschen schwieriger machen, weil jetzt wie gesagt dann hier Magier vielleicht bei einer Schatten hat es nicht so ganz ideal sind, weil die eben nicht so leicht den Schwachpunkt abziehen können. Aber naja. So, ich habe leider nur ein A wegen 12 oder 13 Sekunden. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das hier ist, ob man jetzt bei genau 7 Minuten dann den S-Rang kriegen würde oder auch nur den A-Rang. Auf jeden Fall 12 oder 13 Sekunden waren es. Also sehr knapp, aber kann man nichts machen. Naja. So, weitere Waffen und ein paar Materialien. Perhaps it's the lack of training discipline that has addled your mind. I don't like where this is going. My cold is gone. One good sneeze and all my symptoms have been blown away. That makes no sense. Now that I've recovered, we can resume training. Right here tomorrow, at dawn. And this time, you will come. Do I make myself clear? Yes. We'll see about that. I was lying about the curse. But how did he shake a cold so quickly? Maybe next time. I will cast a hex. Okay, auch sehr interessant. Aber na gut.
So, dann werde ich jetzt aber, wie gesagt, keine weitere Mission mehr spielen und mir stattdessen wieder dann vielleicht noch zwei weitere Gespräche anhören, denn wir haben noch sechs Gespräche immer noch übrig, die ich mir jetzt noch in den letzten paar Parts anhören will. So, deswegen gehen wir am besten auch gleich dann zur Ruhmeshalle, zu den Charakteren. Und zwar, was denn für ein Gespräch als nächstes? Ja, da habe ich zum Beispiel eines zu bieten. Das wird auch sehr interessant werden, glaube ich. Zwischen Camilla und Taya. Robin. Corin. Camilla, what are you doing here? I could ask you the same thing, but I'm sure I already know. Bird watching? So I suppose that means you're dragon watching. And here I thought this spot was my little secret. Don't worry. I won't tell a soul. Do you use this spot often? I do. But of course it's only out of love. There's no better vantage point around. Oh, I agree. On a clear day, I can cast a hex on someone a whole mile away. You cast hexes on the people you love? Of course. I am a dark mage. I always have a number of hexes ready. Is that so? What do they do? Well, I have one that wards off colds, and one that keeps bugs away. They can be helpful? I may have grossly misunderstood the word hex. Oh, you understood it just fine. If anyone were to ever do Robin harm. Well, I'd use the very hexes you're imagining to turn them inside out. I'm amazed by all the different spells you can cast, Tharja. And a little jealous. Then I guess we get to be jealous of each other. Oh, and just what are you jealous of? Not only do you watch over Corin like this, but you also get to hug her. All I can do is secure Robin's surroundings and then watch from afar. Oh, if all you want is a hug from your dear Robin, then I can help with that. Just act natural and approach with a smile. It's kind of my specialty. That's all it takes? I suppose I could try smiling. It's worth a shot. Something tells me you and I will get along quite nicely. I'm sure I can help. Thank you, Camilla. If it works, I'll help you in return. If there's anyone you'd like me to hex, just let me know. I guarantee the results. I'll take you up on that. Especially if your hexes can help me care for Corin. Oh, yes. My hexes can definitely bring you two closer together. What luck to have found you, Tharja. Now nothing will come between Corin and me. Okay, die beiden passen auch irgendwie auf eine sehr creepige Art gut zusammen. Und dann noch ein anderes Gespräch zwischen zwei normalen Charakteren, also zwischen keinen DLC-Charakteren. Und zwar nämlich Hinoka und, Moment, ganz oben, Elise. Hey Hinoka, come play with me. Sorry, I'm heading out to train. You can join me if you like. What? Don't you know it's a day off? Playing is just as important as training. If your body doesn't rest, neither will your mind. You forget we're from two different kingdoms. We can't be friends. I didn't forget. What would be wrong with becoming friends? There's no reason we can't get along and play together. Well, even if we were friends, I don't know any games anyway. I've spent my whole life training to rescue Corin from Nor. Is it the idea of playing with a Norian you can't get over? If that's the problem, the only solution is to do it and see that it's not so bad. Why do you want to play with me so much anyway? There are other people. But I want to be friends with you. Fine, all right. What do you want to play? Well, I won't stand a chance if we play tag. I read about a Hoshiden game that sounds fun. Do you know, origami? You mean origami? It's not really a game, but I know a little. Yeah, that's it! You can make all sorts of things out of paper. I want to make a bird! I can teach you how to make a crane.
good, right? It's a little misshapen. Look at mine. This is how it should look. But the wings on yours are different shapes. I like how mine looks. Well, for this next one, let's compete to see whose looks the best. You're on! Oh, but first, could you show me how to do it right? Hey, wait! I'm supposed to be teaching you, but I'm doing all the learning. Maybe we should do something else? No, I'm learning plenty. How to just let my mind rest and enjoy something. Corin and I used to do things like this before she was taken. I had forgotten. Our whole family would fold origami together and play all sorts of games. Huh, so you know how to play after all. You just forgot. I suppose so. I started training and dreamed of the day we'd all be together. Relaxing with you brought all those childhood memories back. Thank you, Princess Elise. It really feels like my mind is at rest. I'm the one who should be thanking you. You're really nice. Maybe we can play more from now on. We could fold so many cranes. Your wish will come true if you make 1,000, right? That's right. I'm surprised you know that. Okay, let's try to make 1,000. And let's wish for peace in our world. So we can do this again someday. Auch ein sehr schönes Gespräch. Zwar nichts allzu Besonderes, aber trotzdem ganz cool. So, dann wieder zurück. Und zwar dann wieder zu Emerin. Da fehlt ja noch eine Mission. Genau. Aber das dann erst beim nächsten Mal. Denn ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Fire Emblem Warriors hier beim Awakening DLC. Beim nächsten Mal kommt dann gleich am Anfang, denke ich mal, dann gleich diese Mission hier, dieser Rekrutierungskampf Level 124, was auch nicht so ganz einfach wird. Und dann werden wir uns halt noch dann die letzte Karte angucken, Tänzerin, und dann dort noch die letzten Raumzeitmissionen machen. Da fehlen halt, glaube ich, noch 3 Stück auf der anderen, meine ich. Und dann hier eben noch eine, also 4 Raumzeitmissionen und eine Enor-Mission. Also nur noch 5 Missionen insgesamt fehlen uns, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und dann haben wir wirklich alles hier in Fire Emblem Warriors gemacht, was so irgendwie geht. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.